Moin moin meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und freue mich, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Stoppen Sie Colonel Wannett. Ach, jetzt geht die Tür hinter mir auch noch zugegangen. Ey. Sind da dann jetzt noch welche? So. So. So weit, so gut. Sind da noch mehr oder? Verdammt nochmal, ich komme aus allen Ecken hier. Oha, hier habe ich ja kaum noch Munition für, ey. Scheiße. So, ich glaube, da wechsle ich mal lieber wieder auf die Waffe. Denn es wäre immer ziemlich blöde, wenn man auf einmal nackt da, sozusagen, quasi nackt dasteht. So. War es das jetzt oder kommen wir noch mehr? So, erstmal looten hier. Gut, dann ist hier die Treppe hoch. Ups. Okay, da sind sie wusste ich's doch. So. So, das schien jetzt der letzte gewesen zu sein. Mann, mecker nicht rum, du Eierkopf. Wenn ich dich in die Finger kriege, bist du sowieso platt, also. Herrgott. So, und jetzt, was mache ich jetzt hier? Hier in dem Raum hier gar nichts, ne?
Ach, hier geht's weiter runter. Alles klar. So, wie viel Munition habe ich jetzt für die? Ne. Gut, dann mache ich nicht die eben halt. So. So, die hätte ich jetzt also auch erledigt. Mal gucken, wo ist denn nun mal der Colonel Wenig? Wo ist denn der Eierkopf? So, jetzt noch mal ordentlich looten. So, und dann geht's jetzt hier weiter. Du hast sehr viele meiner Männer gekillt. Beeindruckend. So etwas hab ich doch nie erlebt. Eine verdammte Killermaschine. Wie läuft's mit der Tür? Ein Feuerzeug, Herr Schneller, Sir. Das Ding schneidet. Dekontaminierungssequenz eingeleitet. Bitte warten. Du stehst doch auf Schmerzen, oder? Na, nun mach schon. Oh. Komm, mach sie endlich platt. Alter, diese irre Blicke. Und tschüss. Nur sicherheitshalber, falls er auch irgendwie so ein mächtiger Mutantvieh ist oder so und das dann Ressource erfüllt. Ja, alles klar. Gut. Der wäre also auch erledigt. So, was steht denn jetzt auf der To-Do-Liste? Suchen Sie Snake Fist, alles klar. Mal gucken, wo der jetzt eigentlich abgeblieben ist, der Heini. Wer ist das überhaupt? Ach, ich hasse diese Viecher. Ah, ich sehe jetzt schon wieder kommen, dass sie da fünfmal tot gehen. Genau deswegen. Genau deswegen Schrotflinte. Oh, ich hasse das. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Und hier krabbeln bestimmt ein Dutzend davon herum.
Ich sag's doch. Ich sag's doch, ey. Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Oh. Ich bin immer froh, wenn ich aus dem Level hier raus bin, mit wo die Viecher sind. Ohne Schrotflinte würde man hier rumballern ohne Ende und wahrscheinlich so gut wie keins von den vier platt kriegen. Gott. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Er hat 12 Schuss, um den klein zu kriegen. Ne? Oh. So, ich muss jetzt erstmal gucken, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Bloß weg hier, egal wohin, nur weg, 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 weg. Okay, solange die Viecher draußen bleiben, ne? Ist mir ja scheißegal, wie, wo sie darum krabbeln. Ja, durchschießen kann ich nicht, also kommen die da auch nicht durch. Hoffe ich zumindest. Gut. Egal, so. Archivdatei, Projekt Origin, Name der Probandin Alma Wade, Alter der Probandin 5 Jahre, Phase 2 Test, Bewertung. Die Testergebnisse der Probandin sind dramatisch abgesackt. Es handelt sich möglicherweise um den Versuch der Probandin, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Anhang A2 enthält die vollständigen Testergebnisse. Phase 3 Test, Bewertung. Während der Testsitzungen sind merkwürdige Erscheinungen aufgetreten. Personen, die sich im gleichen Raum aufhielten, meldeten heftige Kopfschmerzen. Sie scheint zudem telekinetische Fähigkeiten zu zeigen. Vollständige Testergebnisse im Anhang B2. So. So, was? Jetzt muss ich immer noch Snake Fist. Ja, gut. So, hier geht's jetzt nicht weiter, aber jetzt muss ich hier wieder raus. Ah, ich hab da. So. So. Ach du Scheiße, es sind alle Türen auf. Ah, super. Oh, verdammt, mir geht langsam die Munition aus. Und ich weiß das ganz ehrlich gesagt nicht, wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Ja, hier geht's ja nicht durch. Wo muss ich jetzt hin?
Hier drüben vielleicht? Na, hier bin ich ja wieder hier. Oder da unten vielleicht hin. Na, nun komm schon. Ist mir scheißegal. Weg, 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 weg. Ist mir kackegal, wohin. Nur weg von hier, ey. Mensch, ey. Wie ich diese Viecher hasse. Oh. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Geschafft! Ich dachte, ich wäre erledigt. Ich bin Terry. Terry Halford, alias Snakefist. Haben Sie auch etwas gehört? Da war wohl doch nichts. Mit Hilfe von Lieutenant Stokes könnte ich eine Verbindung zu dem Computer in Ihrem APC herstellen. Ich lade jetzt alle Dateien hoch. Wir können sie unterwegs durchgehen. Übrigens, bohren Sie nicht in der Nase. Sie sehen uns über die Kameras. Hören kann sie uns aber nicht. Sie können ihr also gern schlimme Namen geben. Die Übertragung ist offenbar fertig. Wir können den Aufzug im Haupteingang nehmen, aber wir müssen durch den Zellentrakt. Hoffentlich haben sie alle Proben beseitigt. Oh oh, gar nicht gut. Replikas strömen in die Einrichtung. Sie müssen sich an ihrer telestetischen Signatur orientieren. Sie wirken wie ein Magnet auf sie. Ich habe was, das sie brauchen. Ich habe es aus dem Waffentestlabor mitgenommen, als die Scheiße losging. Übrigens, haben Sie jemals Nilpferde kämpfen sehen? Sie entleeren sich und wedeln ganz schnell mit dem Schwänzchen. Die Kacke fliegt nur so herum. Echt Wahnsinn. Da haben wir es. Es ist nur ein Prototyp und er hat noch Macken, aber er teilt gut aus. Und jetzt raus hier, verdammt! Ach, du Scheiße! Ach, Kacke, was war das denn eben gerade? Ach man, jetzt habe ich es auch noch mit unsichtbaren Gegnern zu tun, oder die sich unsichtbar machen können und erst unmittelbar vorm Angriff fangen die an, sichtbar zu werden. Na, super. Na, super. Da bin ich ja jetzt begeistert, ne? Gut, dann... Ja, warte mal, dann... Warte mal, wie viel Munition habe ich jetzt mit dem? Ja, 300. Ne, dann nehme ich lieber das hier. Na, super. So. Naja, okay, gut. Weiter geht's.
da oben laufen sich schon die Gegner. So, komme ich jetzt hier vielleicht irgendwo noch an? Habe ich vielleicht hier eine Tür gesehen? Ne, Quatsch, hier ist keine Tür, ne. Ach, Mensch. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen da. Und das würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal einfach wieder dabei seid. Und tschüss.